St. Bartholomä und der Watzmann, der Königssee und das berühmte Trompetenecho an der Bergwand. Ein Postkartenidyll, aber das große Warten auf Weihnachten. Die Gänse vom Dienst, aber noch keine Gäste. Leere Schiffe, die Hotels und Pensionen wie eingemottet. Knapp 100 Meter vom See, aber ein eisiges Inferno. Deutsche Meisterschaften auf der Kunsteisbahn Königssee. Vierer Bobs im blank polierten Kanal. Stahlgeschosse, die voll besetzt 630 Kilo wiegen und 1200 Meter mit 11 Kurven in etwas über 50 Sekunden hinunterdonnern. Nicht aufzuhalten. Erste Erkenntnis, diese Eisrinne kann man nur an einer Stelle gut verlassen. Im Ziel. Jeder andere Weg bedeutet Sturz, vielleicht Krankenhaus. Die Durchschnittsgeschwindigkeit 90, die Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Hier Studien in Zeitlupe, Fliehkräfte bis zum vierfachen Körpergewicht. Eine unsichtbare Riesenfaust, die jeden förmlich zusammendrückt. Am Start in diesem Jahr ein optisches Schmuckstück. Der Goldstadt-Vierer aus Pforzheim. Eine Stahlzigarre für 20.000 Mark. Aus der Schmiede von Sergio Siropes, dem Italiener aus Cortina, der im Jahr nur 60 Exemplare liefern kann. Die besten. Die Besatzung ein rein baden-württembergisches Team mit ersten Erfolgen. Förder bei der ersten WM-Qualifikation und drittbester deutscher Bob beim Weltcup in Winterberg. Das Training im Stadion auf vertrautem Terrain. Den Bobsportler sind durchweg gute Leichtathleten. Ganz links der Bremser, Peter Immersberger aus Leimen, Olympia-Vierter in Los Angeles im Gewichtheben der 90-Kilo-Klasse. Neben ihm Claudio Tarantini aus Ludwigsburg, Bestzeit über 100 Meter 10,6. Dann Willi Landmesser aus Kronbach, der aus der Schmuckbranche kommt und die Stadt Pforzheim und die Schmuckindustrie als Sponsor gewinnen konnte. Pilot schließlich Jürgen Frommer aus Ottenhausen, badischer Seniorenmeister über 100 Meter. Der Anlauf, der Start, diese wichtige Phase im Bobsport wird immer wieder simuliert. Hier muss das Team schnell und stark sein. Hier geht es um Zehntelsekunden. Ja, der Goldstadt-Vierer hat eine Außenseiterchance. Favoriten sind die renommierten Teams Speer, Schäbitz und Fischer. Aber der Goldstadt-Vierer hat sich sehr stark engagiert, bereits im Sommertraining. Fuhr in den Vorrennen recht beachtlich, sodass man den Schlitten auf alle Fälle beachten muss. Außenseiter. Aber zwei Dinge kennen sie alle, die Angst und den Mut. Auch wenn vieles sicherer geworden ist. Also Angst hat man eigentlich keine mehr. Man weiß, bei uns passiert nichts mehr. Also grobe Unfälle wie Halsbruch und so, das kommt nicht mehr vor. Schlüsselbein oder Prellung und sowas, das gibt es öfters. Aber schlimme Unfälle eigentlich nicht mehr. Und die Angst, die ist total weg, also wenn man unterwegs ist. Ein gewisses Risiko geht jeder ein, der einen Sport betreibt, der mit Rennen, mit Geschwindigkeit zu tun hat. Aber ich würde das also als Familienvater von drei Kindern bestimmt nicht tun, wenn ich da irgendwas aufs Spiel setzen würde. Respekt muss man schon haben vor der Bahn, sonst ist man auch zu leichtsinnig und nimmt das Ganze auf die leichte Schulter. Es geht also ruckzuck, dass man auf der Schnauze liegt. Der Renntag. In der Nacht noch Regen und Schnee, jetzt klar und kalt. Optimale Bedingungen. Auch für den zweiten Landesvertreter, den Bob Schwarzwald mit Pilot Werner Hinz. Aber er hat keine Platzierungschance. Nur 5 Trainingsfahrten in diesem Jahr, die Konkurrenz um die 200.
und ein 10 Jahre alter Schlitten. Das kostet von vornherein eine Sekunde. Eine Welt im Bobsport. 38.01. Der Goldstadt-Vierer mit weitaus besseren Chancen. Ziel ist der 4. Platz. Im Training waren sie einmal die schnellsten, aber es waren Läufe, in denen die Konkurrenz mit Kufen experimentierte. Kein echter Vergleich. Gut, gut. 1, 2, 3. Noch einmal der Start in Zeitlupe. Nicht optimal. Um Zehntelsekunden zu langsam. Und das ist nicht mehr einzuholen. Auch nicht im sogenannten Kreisel, wo sie aerodynamisch ideal liegen. Jeder schaut dem anderen ins Genick, die Kopflinie leicht nach hinten abfallend. Am Ende wird der Schepitz-Bob aus Königssee, in dem die Ulmer Hieber und Schöllhorn sitzen, deutscher Meister. Für den Goldstadt-Vierer nur ein 7. Platz. Große Enttäuschung. Und wieder eine alte Weisheit des Bobsports, um die man nicht herumkommt. Die Entwicklung, die Erfolge, sie kommen langsam, lassen sich nicht beschleunigen. Zum Fernziel, zu den Olympischen Spielen 1988 in Calgary, ist es noch ein langer, weiter Weg.